Ich begrüße euch zu diesem kleinen, aber feinen Video zu Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Ich bin der Kevin von Ubisoft und wir werden gleich, sofern ihr denn Lust habt, uns den Anfang des Spiels angucken. Ich habe noch keine Sekunde gespielt, es ist schon an. Ich habe die finale Version hier, den ersten Teil fand ich super und wir werden gemeinsam gleich gucken, was das Spiel zu bieten hat, den Anfang sehen und eine ganze Menge Eindrücke mitnehmen. Irgendwo in der Mitte des Videos könnt ihr, wenn ihr dranbleibt und Bock habt, auch noch was gewinnen. Kleiner Tipp, es geht um dieses Spiel hier, das könnte eventuell zu euch nach Hause flattern und diese beiden Figuren hier auch noch. Also bleibt dran, viel Spaß, wir legen sofort los. So geht los. Prinzessin Peach begrüßt uns. Mario Rabbit Peach. Beep, oh, ich bin so froh, euch zu sehen. Die Rabbits sind heute ziemlich aufgekratzt. Irgendwer hat Rabbit Marios Latzhose verlegt. Ist es denn die Möglichkeit? Sie ist weg und jetzt traut er sich nicht, hinter dem Busch hervorzukommen. Ja, er hat gar keine Hose an. Oh, wenn ich einen Dieb erwische, der mir meine Latzhose geklaut hat. Wo ist sie denn bloß? Na sicher, suchen wir Rabbit Marios Latzhose. Wir gucken hinter den Bäumen und Büschen. Ist so gut wie erledigt, verehrte Prinzessin. Stets zu Diensten. Oh, Bibo redet. Wir haben Sprachausgabe. Neue Hauptaufgabe. Das hätte in die Hose gehen können. So, und wir bewegen uns das erste Mal. Das war im ersten Teil schon so. Kingdom Battle. Das heißt, wir steuern mehr oder weniger Bibo. Laufen durch die Gegend. Guck mal, hier können wir mit Prinzessin Peach nochmal sprechen. Ja, ja, das wissen wir. So, das heißt, wir suchen Rabbit Marios Latzhose. Das ist ganz neu übrigens bei Sparks of Hope, dass wir uns tatsächlich hier so ein bisschen in einer freieren Oberwelt bewegen können. Bling, bling. Ob uns die Münzen wohl zu diesem golden, leuchtenden Busch hier leiten, an dem wir schütteln und wo eventuell die Latzhose drin ist? Mensch, du. Zack, da haben wir sie. Und zurück zu Rabbit Mario. Bin wieder da. Du hast deine Latzhose gefunden, Rabbit Mario. Ach, wie toll. Jetzt hast du wieder untenrum was an. Ende gut, alles gut. Jetzt können wir diesen herrlichen Tag endlich in Eintracht und Frieden genießen. Ich stelle mir vor, so redet Peach. Wenn wir dieses Abenteuer bestanden haben, können wir uns zurücklehnen und entspannen. Mit dem sicheren Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Ich habe das Gefühl, dieses Gefühl wird eventuell täuschen. Wer weiß. Wir sehen's. Jeder, der Mario Sunshine gespielt hat, weiß, der Rochen hat nichts Gutes zu bedeuten. Ups. Blablabla.
Okay, also wir sind offensichtlich, haben wir natürlich Tutorial jetzt hier. Erreiche den Bereich. Rabbit Peach. Wir schlendern ganz entspannt über den Rücken dieses Flugwesens und sind ruckzuck am Ziel ab. Oh, oh, streiche die Wörter entspannt, schlendern und keine Sorge. Gegner im Anmarsch! Gegner im Anmarsch! Mario, geh in Deckung! Genau, beweg dich von Deckung zu Deckung. So, und da sehen wir jetzt natürlich auch das Kampfsystem. Für alle, die den ersten Teil vielleicht nicht gespielt haben, jetzt geht's los. Es gibt aber ein paar Änderungen. Also sehen wir mal hier. Geh in Deckung, um deinen Helden vor Gegnern zu schützen. Alles klar, das haben wir verstanden. Oder den zweiten habe ich zu schnell weggedrückt. So, aber ihr seht, ganz neu im Spiel ist, wir können uns hier in diesem Bereich frei bewegen. Wir können die Kamera schwenken, wir können uns frei bewegen. Wir müssen nicht mehr über so ein Gitternetz laufen. Das heißt, wir können uns hier heranstellen. Na, ich denke, das war es auch dann. So, das heißt, wir können uns dran stellen. ZL, so, das heißt, wir wählen unsere Waffe aus. Der Duo-Blaster von Mario und können jetzt einen dieser Gegner hier anschießen. Der Duo-Blaster, sehen wir 55 bis 65 Schaden, 20% Wahrscheinlichkeit für einen kritischen Schaden. Das wären dann 84, wie wir unten sehen, und feuert zwei Geschosse ab. Entweder beide auf ein Ziel oder auf zwei verschiedene. Ich wähle aus und... Ah, und ich kann den zweiten direkt mit auswählen. Na, dann schießen wir aber beide auf den Kollegen da. So. Damit ist der Gegner dran. Wir könnten... Ah, okay, er versucht da, mich aus der Deckung rauszulocken. So, das heißt, wir können natürlich jetzt von hier... ZL also wieder, wir bewegen uns hinter die Deckung. Und sehen aber... War natürlich versteckt. So ist es natürlich. Das versucht er natürlich auch. Aber der junge Mann kann nur einmal schießen. Versucht nun sie zu erreichen, indem ihr euch zur Schwanzspitze des Mantas begibt. So, da gehen wir jetzt mal hier zu Rabbit Peach. Ja. Dank uns später, Rabbit Peach. Kein Problem. Oh nein, ein Blaster ist... Alles ist kaputt. Oh no! Okay, wir müssen Mantas Schwachpunkte zerstören. Alles klar. Rabbit Peach, du bist in Sicherheit, trotz dieser mysteriösen, bösen Energie, die unsere Waffen außer Gefecht sind. Unsere Waffen funktionieren nicht? Ha, dann starten wir doch einfach unseren mächtigen Rasereiangriff. Der hat uns schon in so mancher Schlacht aus der Patsche geholfen. Okay, wir lernen den Rasereiangriff. Mit der Raserei können wir diese eiförmigen Dinge ablösen. Und sobald ihr sie habt, könnt ihr sie auf die kugelförmigen Augapfelausstülpungen der Kreatur werfen. Die kugelförmigen Augapfelausstülpungen. Alles klar. Los geht's. So, wir sind also Rabbit Peach. Wir haben jetzt eine Party aus zwei Leuten. Wir können mit dem Steuerkreuz oben und unten können wir auch zwischen den beiden Charakteren hin und her wechseln. So, das heißt, wir machen jetzt hier mit A den Rasereiangriff. Das ist dieser Slide hier. Heben das Ei auf und dann seht ihr schon, können wir hier das draufschmeißen. Und schmeißi! Alright, und dann verstecken wir uns mal hier. Und dann gehen wir rüber zu Mario, der macht dasselbe. Rasereiangriff, Ei aufheben und zack. Und dann müssen wir rübergeben. Wir können also jetzt nichts mehr machen. Y. Also ich glaube, ich kann nichts mehr machen. Kann ich noch was machen? Nein. Ich muss an den Gegner übergeben. Ach, da steht noch einer in der Mitte, den habe ich gar nicht gesehen. Na, der ist natürlich kein Problem. Der letzte Schwachpunkt befindet sich hinter diesem Spalt. Wir müssen einen Weg finden, rüberzukommen. Zeit für einen Teamsprung. Okay, wir lernen den Teamsprung. Mit einem Teamsprung kannst du das letzte Finsterzeitei erreichen. Während des Teamsprungs können deine Helden sich in der Luft frei bewegen, aber behalte den Timer im Auge. Alright. Trommle deinen Helden zusammen, um einen Teamsprung auszuführen. Wenn du neben einem anderen Helden stehst, kannst du seine maximale Teamsprung-Reichweite sehen. Okay, sehen wir gleich. Wenn ein Held in den Bewegungsradius eines anderen Helden kommt, wird dieser Bereich gelb hervorgehoben und das Schuhsymbol wird ebenfalls hervorgehoben. Alles klar. Gut. Das habe ich soweit verstanden. Also, wir haben Mario. Stellen den mal... Seht ihr?
So, das wird gelb hervorgehoben. Bedeutet, wir sind hier quasi in den Bewegungsbereich von Rabbit Peach rein. Wenn ich jetzt auf Rabbit Peach wechsle, seht ihr, steht Mario da drin. So, und jetzt könnte ich einen Teamsprung ausführen. Und dann kann ich hier rüber. Kann mich auch fallen lassen selber. So, das heißt hier dasselbe. Das ist ziemlich entscheidend für die kommenden Kämpfe. Und das ist ziemlich cool, finde ich, wie das Movement gelöst ist. Ist auch relativ neu. Also es ist in diesem Spiel neu, dass man so extremes Movement hat. Hauptsache, das Handy ist ganz geblieben. Sehr wichtig. Oh, er hat's repariert, der Spark. Yay! Aha, das ist der Elektro-Spark, so wie ich sehe, ne? Dazu kommen wir gleich noch. Die Sparks werden sicherlich jetzt noch erklärt. Besiege alle. Gar kein Problem. Wir besiegen alle. Unsere Waffen sind wieder einsatzbereit. Das heißt, in Deckung gehen, Ziel anvisieren und feuerfrei auf diese Strolche. Feuerfrei auf diese Strolche. Aber pass auf. Anders als unsere. Nach einem Schuss könnt ihr euch nicht mehr bewegen. Sehr wichtig. Los geht's. Wenn ein Gegner hinter einem Teilhindernis ist, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass du ihn triffst. Alright. Entlang der gestrichelten Schusslinie wird die Trefferwahrscheinlichkeit in Prozent angezeigt. Okay, manche Waffen können Teilhindernisse umgehen. Aha, wir sehen schon, Rabbit Peach hat scheinbar eine Waffe, die über Hindernisse drüber schießt. Das könnte sehr nützlich sein. Denk dran, nach einem Schuss kannst du dich für den Rest des Zuges nicht mehr bewegen. Geh also in Deckung. Okay, also sollte der Schuss am besten das sein, was wir als letztes machen in einem Zug. Das heißt, stellen wir uns hier hin, ZL, und dann gucken wir mal. Ja, dann probieren wir das doch von hier. Zack. Wir probieren aber direkt beide Schüsse auf den jungen Mann da. Boah, sofort getroffen. Super geil. So, und dann haben wir aber noch Rabbit Peach, die sich bewegen kann. So, und dann sehen wir jetzt hier ihre Waffe auswählen. Trio Infernale. Oh, okay, das sind drei Schüsse, 37 bis 33 Schaden. Feuert drei Geschosse in hohem Bogen auf ein einzelnes Ziel, ignoriert Teilhindernisse. Also keine vollen Hindernisse, aber der junge Mann hier steht ja hinter einem Teilhindernis, haben wir ja inzwischen gelernt. Das ist cool. Und einer ist noch übrig geblieben, ne? Ja, das ist natürlich nichts. So, Rabbit Peach haben wir gerade gelernt, kann die Hindernisse überwinden. Also, Vollgas voraus. Das hat gut geklappt. Oh oh. Oh nein! Ich glaube, die Goombas haben auch nicht so richtig Bock auf die. Oh. Okay, ich habe mich geirrt. Die Hypnose hat ihr Übriges getan. Besiege alle. Big Bang heißt der. Big Bang heißt der kleine Spark. Dieses bösartige, furchterregende Monster ist Misera. Wir sind ihr mit Mühe entkommen, aber sie wird nicht aufhören, uns zu jagen. Diese Misera ist außerhalb unserer Reichweite. Trotzdem gehen ihre Energiewerte weit über das hinaus, was ich erfassen kann. Was ich erfassen kann? Ich mag die Stimmausgabe vom Beepo sehr.
Ich kann euch helfen. Ich kann Mario die Kraft verleihen, seine Angriffe zu verstärken. Sie wirken sogar auf seine Freunde hinaus. Jede Hilfe ist uns willkommen. Achso, das ist wieder Büro. Apropos Fähigkeiten. Denkt daran, dass ihr beide über individuelle Techniken verfügt. Ich habe das Gefühl, dass ihr sie brauchen werdet. Okay, los geht's. Aktionspunkte. Jetzt, da du zwischen Angriff, Techniken und Sparks wählen kannst, denk dran, dass jeder Held 2 Aktionspunkte pro Zug hat. Okay, die werden uns da unten angezeigt. Und vergiss nicht die Raserei. Diese Bewegungsfähigkeiten verbrauchen keine Aktionspunkte, aber sie haben eigene Zähler. Okay, also kann ich in dem Beispiel hier nur einmal so einen Raserei-Angriff benutzen. Um an eine bessere Position zu gelangen, kannst du einen Teamsprung nutzen. Es ist eine Bewegungsfähigkeit und verbraucht keine Aktionspunkte, aber auch sie hat einen eigenen Zähler. Okay, also wir beginnen immer mehr zu verstehen, was diese Anzeige da unten bedeutet und was sie uns sagen will. Wir sehen also, ich habe einmal den Teamsprung, einmal die Raserei und insgesamt 2 Aktionen von den da unten. Das heißt Angriff, Spark oder Spezialfähigkeiten. Das heißt, wir machen hier erstmal eine Raserei und die Gumbas sind Geschichte. So, von hier könnten wir... Was könnten wir denn von hier machen? Wie machen wir das denn? Wir können natürlich auch jetzt mal hier... Wie weit kann sie denn gehen? Wenn ich mich da hinstelle... Achso, nee. Da ist sie jetzt außerhalb von Marios. So, wenn ich mich hier hinstelle, dann kann ich mit Mario einen Teamsprung machen. So, und hab... Ach, Mist. Ich dachte, ich hätte... Und ich kann auch keinen... Das war schon ziemlich blöd. Das war jetzt schon ziemlich blöd. Okay, dann gucken wir mal, was kann denn ZR, was kann denn Mario? Heldensicht. Ziele, die in Reichweite und das Sichtfeld des Helden kommen, erleiden 100% Schaden und eventuell Supereffekte. Okay, das könnte ich einstellen. Was macht der Spark? Turboladung. Verbündete in Reichweite fügen mit ihrem Angriff und Bewegungsfähigkeit 20% mehr Schaden zu. Das hält 3 Züge, so wie es mir oben angezeigt wird. Okay. Let's go. Ziele, die in die Reichweite und das Sichtfeld des Helden kommen. Hm. Nö, ich glaube, ich greife an. War die beiden. So, dann ist jetzt Rabbit Peach noch übrig. Was hat sie für eine Spezialfähigkeit? Heilen. Achso, cool. Okay, aber mit Rabbit Peach werde ich angreifen. Den da. Ich bin mir wirklich nicht... Ihr werdet jetzt zu Hause sitzen und sagen, mein Gott... Was tust du denn? Aber, ich weiß, ich merke das schon, dass das nicht das Optimum war, was ich jetzt hier versucht habe. Na, guck mal, die Gumbas gehen immer zu dritt. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Okay, das war jetzt aber auch... Also okay, die Gumbas haben mich jetzt angegriffen, aber das war jetzt auch nicht unbedingt... das Beste, was hätte passieren können. Aus ihrer Sicht. Okay, er hat jetzt hier, er kann jetzt voll angreifen. Okay, verstehe. Was wir jetzt mal machen, wir werden jetzt mal eine Spark-Fähigkeit benutzen. Allein um uns das mal anzugucken. So, jetzt haben wir den Blitzrempler hier, zack. Den konnten wir jetzt einmal machen. Das heißt, wir stellen uns als nächstes noch nicht dahin. Ah, scheiße. Ich dachte, sie hätte mehr... machen das jetzt so. Wir stellen uns jetzt mit Rabbit Peach. Stopp, sie hat zwei Aktionspunkte. Das heißt, wir heilen einmal Mario mit der einen Aktion. Ich muss mich hier auch erstmal rantasten, Freunde. Bevor jetzt die Stimmen laut werden, was machst du denn da? So, der hatte noch volles Leben, das heißt, den löschen wir aus. Dann ist Rabbit Peach zu Ende. Mario kann sich noch bewegen, aber nicht mehr sliden, aber von hier aus... Ach, guck mal. Von hier aus könnten wir...
Den einen anschießen und den anderen erledigen. So, jetzt würden die wahrscheinlich... Genau, die rammen jetzt Mario und der andere würde jetzt wahrscheinlich auf Mario auch drauf schießen. Das ist okay. Ja, gut, okay, wir sind im Tutorial, aber so richtig Sinn hat das nicht, was er da tut. So, und dann erledigen wir den. Naja. So, Schlacht gewonnen. Es gibt Erfahrungspunkte. Und Münzen. Und Sternteile. Mann, was will man mehr? Oho. Rettung in letzter Sekunde. Sehr gut. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen verstanden. Und jetzt geht es darum, was ist hier eigentlich los? Herzlich willkommen, Mario und Rabbit Peach. Schön, dass ihr unversehrt seid. Eure Sicherheit ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung. Hey, hallo. Erinnerst du dich? Das Wesen, das dich erschaffen hat. Auch ich lebe noch. Ebenfalls erfreulich, aber in deinem Fall ist der kritische Erfolgsfaktor um 31,72193% geringer. Nehmt Genie ihre Arroganz nicht übel. Als neue künstliche Intelligenz des Schiffes hat sie erst gestern ein Ich-Bewusstsein erhalten. Offensichtlich ist da noch ein wenig Qualitätskontrolle erforderlich, aber da wir uns gerade in einer Notsituation befinden, wollte ich... Hallo, mein Kleiner. Okay, die Rabbits haben, das ist gewöhnungsbedürftig, das ist neu. Die Rabbits haben eine Sprachausgabe. Hallo, mein Kleiner, wie schön du funkelst. Bist du mit Mario an Bord gekommen? Interessant. Dem Anschein nach besteht diese Kreatur zu gleichen Teilen aus Rabbit und Luma. Folglich steckt eine große Menge Energie in ihr. Ich vermute, dass noch mehr davon über die Galaxie verteilt sind, aber mir fehlen die Daten, um eine genaue Zahlenangabe machen zu können. Mario ist nicht sicher. Skeptisch. Skeptical Mario ist skeptical. Wie konnte das passieren? Rosalina hätte das niemals zugelassen. Mama, sie ist in Gefahr wegen mir. Sera, bitte helft ihr, bitte. Rosalina, wissen wir, für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, aus Mario Galaxy, Rosalina ist natürlich die Königin über die Sparks. Über die Lumas. Die haben wir in Mario Galaxy überall in der Galaxie mit Mario finden können. Ich kann das Epizentrum dieser Aktivität ausmachen. Miseras Festung. Unser Schiff würde eine Ewigkeit brauchen, um von unserer aktuellen Position zu dieser Festung zu gelangen. Allerdings könnten wir mit Finsterzeitenergie in gereinigter Form eine Reihe von Warp-Tunneln erzeugen, durch die wir quasi sofort dorthin gelangen würden. Genau das wollte ich unserem Freund hier gerade vorschlagen. Wie sollen wir deine Art eigentlich nennen? Aha, wie wäre es mit Rabbit Lumas? Sparks! Wirklich? Wenn man es objektiv betrachtet, passt Rabbit Lumas doch eigentlich perfekt. Oh. Der nächste Planet in Reichweite ist Strahlestrand. Dort hat sich die Finsterzeit bereits ausgebreitet. Oh no. Es gibt nicht genügend Daten, um die Gefahrenstufe einzuschätzen. Hör auf, Genie. Für dich sind Abenteuer vielleicht neu, aber nicht für uns. Bei dieser Mission erwarte ich einen Schwierigkeitsgrad. Ja, cool. Okay, wir können den Schwierigkeitsgrad einstellen. Das ist auch wichtig, glaube ich, auch für alle, die vielleicht gerade zugucken und sich fragen, okay, das sah jetzt ein bisschen kompliziert aus, ne? Da muss ich vielleicht reinkommen. Vielleicht ist es nicht hundertprozentig mein Genre, aber ich möchte es gerne trotzdem ausprobieren. Das Spiel lässt euch den Schwierigkeitsgrad zu jeder Zeit frei einstellen. Ich spiele jetzt mal auf Mittel. Es gibt sogar einen Modus, wo ihr gar keinen Schaden nehmt, sondern einfach nur spielt und die Story genießen könnt und so. Also wer da Bock drauf hat, aber dem das alles ein bisschen zu herausfordernd und ein bisschen schwer ist, der könnte dann hier dementsprechend
sich das selber einstellen, so wie er möchte. Mit der Rückendeckung der Rabbit Lumas wird unser steiniger Weg schon etwas weniger beschwerlich. Ich dachte, wir hätten uns auf Sparks geeinigt. Wie er einfach weiterhin Rabbit Lumas sagt. Egal. Egal. Ach, wen interessiert das denn schon? Rabbit Lumas oder Sparks? Wird sie uns bestimmt nicht. Ich brauche die Energie dieser Kreaturen, bringt sie mir. Zack. Und die bösen Schergen von Misera sind auf dem Weg zu uns. Cooles Design, finde ich, Misera. So ein bisschen was von so einer Kultistenfigur. Oh. Das sieht nicht so wirklich aus wie Strahlestrand, zu dem wir hier unterwegs sind. Das sieht ganz und gar nicht aus nach Strahlestrand. Wenn ihr hier Ärger machen wollt, davon haben wir schon genug. Steckt das Ding weg. Wir sind Helden, keine ungezogenen Touristen. Helden? Du meinst die Art Helden, die sich selbst in Gefahr bringen, um völlig Fremden zu helfen? Natürlich. Binga, binga, bonga, baby. Augi ist das. Orgi, Augi. Orgis Gebete wurden erhört. Ich meine, ich habe da ein paar klitzekleine Probleme, bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Seht ihr das Ding da oben auf dem Leuchtturm? Ja, sicherlich. Das haben wir wohl gesehen, dieses komische Tentakel-Ding. Genau da. Die Sonne ist in dem Augenblick verschwunden, als es aufgetaucht ist, unser Leuchtfeuer ausgepustet. Orgi hat im Deutschen die Synchro von Benjamin Blümchen, wenn ihr mal genau hinhört. Können wir nicht nur seinen schädlichen Einfluss auf das Wetter aufheben? Okay, also Finsterzeit-Tentakel auf dem Leuchtturm entfernen, damit das Wetter besser wird. Außerdem müssen wir alle Finsterzeitpfützen beseitigen. Sie bringen uns zwar keine gereinigte Energie, sind aber trotzdem. Die sind trotzdem gefährlich, das weiß ich wohl. Och, überall brauchen sie Hilfe. Ja, wir schauen in dem Dorf vorbei, es schwebt in großer Gefahr. Klar, das ist ja tägliche Routine von Mario. Dieses Anliegen lässt sich mit unserer Mission vereinbaren. Im Dorf habe ich außerdem einen Spark entdeckt. Wir sollten Kontakt aufnehmen. Ja, das machen wir. Spark? So nennt ihr die kleinen sternförmigen Tierchen. Sie hätten uns alle besser einen Gefallen getan, zu Hause zu bleiben. Das, lieber Augi, glaube ich nicht. Wir sind zwar alle hier, aber das Dorf mit seinem Problem klingt nach einem Job für ein Heldenduo. Und meine Wenigkeit natürlich. Selbstverständlich. Ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns, bevor meine Nanodioden einrosten. Wer kommt mit? Neue Hauptaufgabe. Du hast. Jetzt geht's langsam richtig los. Also Tutorial ist ja schön und gut, aber jetzt geht's los. Du hast deine ersten Aufgaben freigeschaltet. Sehen wir es uns auf der Karte an. Wir drücken Minus. Hier ist der nächste Schritt in unserer Hauptaufgabe. Okay. Um alle verfügbaren Aufgaben zu sehen, können wir mit X das Aufgabenprotokoll öffnen. Okay, das ist die Map. Also, wir sehen hier Strahlestrand, hieß das, glaube ich, ne? Ja, unten links steht's. Strahlestrand. Okay, cool. Also, deutlich offenere Welt. Sehen wir schon direkt. Wir stehen hier oben. Das heißt, das hier ist die nächste Hauptaufgabe, ne? Was ist das hier? Wissen wir nicht. Rette Strahlestand. Okay, das ist der Spark, den sie entdeckt haben. Und das sind kleine, rote Münzen-Herausforderungen. Die unterste Sprosse der Finsterzeit. Das sind wohl kleine Quests, oder was? Cool.
Da sehen wir, dass wir, dadurch, dass wir hier die Gold-Edition spielen, des Spiels, es gibt Standardversion, Gold-Edition, haben wir das Galaxis-Prestige-Paket freigeschaltet. Das heißt, wir können die Blaster hier umändern und die wollen wir direkt nochmal ausrüsten. Das ist ja wohl viel cooler hier. Guck mal hier, cooler Skin. Für Mario und Rabbit Peach und ein Charakter, später erst kommt, haben wir jetzt das Galaxis-Prestige-Paket. Sieht viel cooler aus. Gut. Teamheilung. Drücke nach unten, um die Seite der Teamheilung zu öffnen und dein gesamtes Team zu heilen. Natürlich im Tausch gegen eine Münze. Natürlich nichts ist umsonst in dieser Welt. Dies ist ein Angebot von Rabattbot 9,99 plus DX, dem Händler. Schauen wir bei ihm vorbei. Er hat auch einige sehr interessante Items zu verkaufen. Alles klar. So, und da sind wir. Am Strahlestrand. Es hat ein bisschen gedauert. Tutorial ist vorbei. Und wir können uns jetzt hier tatsächlich, und das ist neu, frei bewegen. Und sehen, was hier so passiert. Was ist das für ein Ei? Wollen wir direkt mal gucken, was hier los ist? Ich kann hiermit nicht interagieren. Ach, guck mal hier. Da brauchen wir doch, hier brauchen wir doch wieder so ein Auge oder sowas. Was ist denn das alles? Was macht man denn hier alles? Am Anfang des Videos habe ich es gesagt, hier kommt das Gewinnspiel. Wir verlosen für euch 3 Pakete, je bestehend aus Mario plus Rabbids Sparks of Hope in der Gold-Edition. Da ist der Season Pass direkt mit drin und Rabbit Mario und Rabbit Peach als kleine Figürchen. Die könnten bald euer Zuhause schmücken, um eines dieser 3 Pakete zu gewinnen. Was müsst ihr tun? Ihr liked dieses Video auf YouTube, also gebt einen Daumen hoch und kommentiert mit einem Smiley oder mehreren Smileys, die zu eurem liebsten Mario plus Rabbit Sparks of Hope Charakter passen. Das Ganze geht bis zum 31. Oktober. Wir wünschen euch viel Erfolg, viel Glück und natürlich später viel Spaß mit Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Huch, Menü. Genau, also ich kann normal laufen und wenn ich X gedrückt halte, dann gehen wir in den Sprint. Da unten kam ich ja jetzt noch nicht so richtig lang. Wir gehen da erstmal hier lang und gucken mal, was passiert. Ach, hier ist der Händler. Großer Ausverkauf. Täusch mich meine, bla 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 bla. So, komm, zeig mir, was du hast. Aha, unglaubliche Angebote. Zum Beispiel bekommen Neukunden auf Strahlestrand 2 Superpilze gratis. Mhm, Itemtasche. Schau im Kampf in eine Itemtasche und nutze ein Item, um deine Strategie zu optimieren. Aber geh sparsam damit um, denn jeder Held kann nur ein Item pro Zug benutzen. Und es kostet einen Aktionspunkt. Alles klar. Coolion. Alright. Was haben wir denn hier? Sonnenaufgangsschlüssel. Vorsicht, keine Rückschau. Vielleicht kann man damit ein paar ungewöhnliche Türen auf Strahlestrand aufschließen. Aha. Das sind Erinnerungen. Cooldowns zurücksetzen. Macht deine Sparks und Techniken sofort wieder nutzbar. Okay. Halt 30% der... okay. Damit kann man uns heilen. Was ist das hier? Turbo Duo Blaster. Das gefällt mir. Direkt neue Waffen finden. Gibt es mit diesem Rekord vergleichen den Toro-Gast richtig? Okay, geil. Es gibt schon neue Waffen hier direkt zu kaufen. Das ist ja cool. Und die 1 darunter bedeutet, dass es sie auf Strahlestrand jeweils nur einmal gibt? Oder was bedeutet das? Ich habe, also, okay, 2 Superpilze habe ich geschenkt bekommen gerade. Haben wir schon gerade festgestellt. Ich kaufe jetzt mal nichts. Und wir sehen mal, was hier so passiert. Jeder, der diese Pfütze berührt, verschwindet in der Finsterzeitdimension. Das ist sicher nicht lustig. Ja, aber wisst ihr was? Das machen wir doch wohl! Wir wollen doch den Strahlestrand befreien. Und ein bisschen Action sehen, oder? Rabbit Peach. Nur am Handy. Alles klar. Besiege alle.
sehen wir uns die Teamverwaltung an. Hier kannst du auswählen, wer in dein Team gehört. Alles klar. Du kannst deine Helden ansehen und deine Teammitglieder durch neue Helden ersetzen, die sich uns angeschlossen haben. Wähle dein Lieblingsteam, du hast die freie Wahl. Okay. Ich denke, mit Rabbit Peach und Mario lief das doch eigentlich ganz gut. Wir haben noch... Ach, hier steht es auch sogar darunter. Multitalent Mario. So, Heilerin Rabbit Peach. Dann Luigi, Distanzkämpfer. Plagegeist, aha. Beschützerin ist Peach. Raufbold ist Rabbit Mario. Wisst ihr, was wir machen? Wir wechseln mal Peach mit Rabbit Peach. So. Los geht's. Rase gegen einen Bob-Omb. Heb ihn auf und wirf ihn, um großen Schaden anzurichten. Okay. Mario! Das heißt, wir rasen jetzt gegen einen Bob-Omb. Dann heben wir ihn auf und dann schmeißen wir ihn auf die guten alten Goombas. Das hat sehr gut geklappt. Okay. Das heißt, hier gehen wir jetzt hoch. Und von hier... würde ich sagen, schießen wir den Bob-Omb an. Ja, es macht eigentlich nur Sinn, von hier Ballschüsse abzugeben. So, und dann ist Peach noch dran. Peach. Mal darüber jetzt. Können wir einmal den umbämsen. Und dann verstecken wir uns hier. Und was hat sie denn für eine Spezialfähigkeit? Teambarriere errichtet eine Barriere, die Verbündeten in Reichweite vor allen Schäden und Supereffekten schützt. Gewährt zwei Ladungen. Das machen wir, weil wir haben noch zwei Aktionspunkte übrig. Bedeutet, einen Aktionspunkt nehme ich mal jetzt hier für die Barriere und den anderen benutze ich, um den guten Mann abzuschütteln. Donnerwetter! Also, sie hat einen Schirm, mit dem sie schießen kann. Oh, der ist aber stark. 90 bis 110 Schaden, das ist schon viel. Feuert eine Welle auf ein Ziel ab. Je weiter die Ziele entfernt sind, desto weniger Schaden. Okay, also eine Art Schrotflinte. Dann machen wir mal Knallgas. Der müsste sofort weg sein. Gut, und damit haben die Gegner den Zug. Peach gefällt mir gut. Das mit der Schrotflinte finde ich gar nicht so schlecht. Da kommen die Goombas. Alles klar. Okay, 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 okay. Ich glaube... So, hier bin ich noch im Bereich, sehe ich gerade. Wo Mario auch noch durchlaufen kann. Das heißt, wir machen nämlich Folgendes. Ich will mir mal den Bob-Omb da unten holen. Na komm. Teamsprung. So, dann hole ich mir nämlich den Bob-Omb da unten. Bleib mal so. Raserei. Aufheben. So. Die werden hinüber. Kann ich mich... Ah ja, guck mal hier. So. Zack. Das war's, oder? Yay! Das hat Spaß gemacht. Okay, wir werden immer ein bisschen geheilt. Und wir haben alle ein Level up. Das hat Spaß gemacht. Das war cool. Peach hat mir gut gefallen. Aber man müsste wahrscheinlich später taktisch gucken, dass man, das war im ersten schon so besser, auch einen Heiler am Start hat. So, neue Belohnung. Fertigkeitenprisma erhalten. Du hast deine ersten Fähigkeitenprismen freigeschaltet. Du kannst sie im Fertigkeitenbaum nutzen, um deine Helden zu stärken. So, das werden wir uns auch angucken. Oh, Skilltree. Alles klar, das ist der Fähigkeitenbaum. Du kannst die Fähigkeiten deiner Helden während den Schlachten aufwerten. Fertigkeitenprismen sind die Währung, mit der du Aufwertungen aktivieren kannst. Jeder Held hat einen eigenen Satz Fertigkeitenprismen. Sie können jederzeit genutzt und kostenfrei aufgefüllt werden. Jederzeit genutzt. Den Fertigkeitenbaum findest du im Tab Helden. Ja, alles klar. Dann gucken wir uns mal Marios Fertigkeiten an. Wenn wir schon einen haben. Was ist das da? Extra Kraftpunkte. Ah, okay. Mehr Leben. Verstehe. Und wir können das nur nach und nach machen. Ah, nee, guck mal. Ich könnte jetzt da auch schon den einen investieren in Heilungsschwamm. Erhöht die Effektivität von Heilungen, die Mario erhält. Okay, und da oben, die sind noch gesperrt. Und der hier ist... Ah, der braucht drei fertige Skillpunkte. Was haben wir hier? Glide Boost.
Verlängert die Zeit, die Mario nach einem Teamsprung gleitet. Okay. Erhöhte Chance auf kritische Treffer. Waffenreichweite. Waffenreichweite ist vielleicht nicht schlecht. Was ist das hier? Heldensichtschaden. Ach so, ja, mit der Fähigkeit. Wollen wir erstmal mehr Movement haben oder wollen wir weiter schießen können mit der Waffe? Ich will erstmal weiter schießen können. So, das heißt, das erlernen wir. Wieso kann ich das nicht erlernen? Ich habe doch einen. Ach, ich verstehe. Ach, jetzt verstehe ich. Die weißen Punkte darunter sind, dass man da, um das komplett zu erlernen, dass man zwei braucht. Jetzt verstehe ich. Okay. Okay. Ah, okay. Ja, gut. Dann, na, dann stecke ich das trotzdem hier rein. So, das heißt, einen haben wir jetzt hier verbraucht. Um das komplett zu lernen, muss ich noch einen ausgeben. Gut. Das habe ich verstanden. Das heißt aber auch, guckt mal hier, jeder hat jetzt einen so ein Prisma. Das heißt, mit ihr, mit Peach, gucke ich mir das auch an. Hier gibt es auch erhöhte Lebenspunkte, Gleitboost, genauso. Aber dann hier, Waffenschaden, erhöht den Schaden von Peachs Donnerwetter. Und hier, Teambarriere, Reichweite. Okay, da ist die Fähigkeit. Okay, das wiederholt sich, das habe ich verstanden. Das heißt, wir investieren den jetzt einfach mal hier rein. Alles klar. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Gib mir die Sterne. Ein Stückchen. Können wir hier mal lang gehen. Mal gucken, was hier ist. Was ist denn das hier? Oh. Münzen. Wie kam ich nochmal auf die Map? Stopp, stopp. Minus drücken. Da. Okay, also wir haben es ein bisschen verlaufen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin zur Hauptaufgabe. Denn das, was wir gerade gelöst haben, war natürlich eine Nebenaufgabe. Und dann werden wir die Hauptaufgabe gleich mal angehen. Ja, der Tentakel beeinflusst noch das Wetter. Bitte helft unser Dorf. Halte X. Ja. Ich sprinte ja schon. Kann ich das auch schütteln? Ja. Kommt nichts. Oh, da muss ich durch. Ich sehe einen roten Ring. Einen roten Münzring. Dieser Sound. Hervorragend. Das finde ich richtig cool. Das ist halt ein riesen Vorteil der Open World, dass wir hier dann auch solche kleinen Aufgaben haben, die wir überall einfach finden können. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ach guck mal, da ist auch so ein Bob-Omb, der läuft da rum. Okay, den können wir proaktiv angreifen. Dann startet der Kampf. Besiege alle. So. Ihr seht schon, das habe ich eben kurz erwähnt, will ich nochmal kurz zur Sprache bringen. Links seht ihr Schwierigkeitsanpassen auf Plus und natürlich Team verwalten. Ich werde jetzt mit demselben Team fahren, mit Mario und Peach, wie wir das eben gemacht haben. Wobei, hier ist viel Deckung. Da könnte uns ja eventuell... Nein, ich mache das mit demselben Team. Aber mit L können wir da nämlich in die Taktik-Camp von Beepo wechseln. Und da sehen wir schon, wo sich die Gegner befinden auf dem Feld. Das heißt, wir haben zwei Bob-Oms, zwei Gegner. Okay, das heißt, mein Gedanke wäre zuerst mal zu den Bob-Oms zu kommen. Warte mal, da ist der Gegner.
Bob-Oms sind ein Stück weiter weg. Das heißt, wir gehen mal mit Peach erstmal. Wir platzieren Peach mal hier. Und dann versuchen wir da mal mit einem Teamsprung rüberzukommen. Und dann holen wir uns den. Und gucken mal, wie weit wir den schmeißen können. Zum Gegner kommen wir nicht, da würden wir Peach treffen. Zu dem Gegner kommen wir auch nicht. Dann... Oh! Schmeißen! Das war knapp. Okay, dann verstecken wir uns mal hier. Und den... Jawohl, den kriegen wir doch mit beiden. Okay. Beide Bob-Oms tot. Der Gegner tot. Das heißt, Peach ist noch am Stissel. Das heißt, wir machen einmal Raserei. Mach mal Platz hier, Kollege. Stecken wir uns mal hier. Und tschüss. Diese Raserei ist cool. Dieser Nahkampfangriff. Okay, das war jetzt... Oh cool, einen Superpilz haben wir auch gekriegt nach dem Kampf. Sehr cool. Das heißt, das war jetzt so eine normale Zufallsbegegnung hier. Auf der Karte. Und da können wir natürlich dann auch unsere Erfahrungspunkte sammeln. Und so können wir natürlich dann aufsteigen. So, ich würde sagen, an dieser Stelle mit einem kleinen Cliffhanger werden wir beenden. Und wir werden noch einen zweiten Part diese Woche veröffentlichen, wo ich genau an dieser Stelle weiterspiele. Und da werden wir gucken, was ist denn mit Strahlestadt und wie kriegen wir denn Strahlestadt wieder irgendwie ein bisschen friedlicher und wie ein bisschen, dass denen das ein bisschen mehr gefällt, wo sie da leben. Ich hoffe, euch hat der erste Einblick gefallen. Klar, war ein bisschen viel Tutorial und so, aber ich denke, wir haben das Spiel ganz gut kennengelernt und was es so ein bisschen drauf hat. Und klar, im zweiten Teil würde ich mich total freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und wenn ihr mit mir ein bisschen weiter unterwegs seid und guckt, was Strahlestadt denn alles so noch zu bieten hat. Wir werden gucken, dass wir die Mainquest ein bisschen verfolgen. Und vielleicht kriegen wir diesen Leuchtturm ja schon gereinigt. Wer weiß. Ich freue mich sehr, wenn ihr zum zweiten Teil wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zugucken. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.